Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Slime Ranger. In der letzten Folge haben wir uns doch sehr ausgiebig mit den Kukadobas beschäftigt. In der zweiten Hälfte zumindest. In der ersten Hälfte haben wir uns ja doch noch ein bisschen mehr mit der Farm beschäftigt. So, jetzt habe ich den Faden wieder gefunden. Ja, wir haben uns um unsere Schleims zu Hause gekümmert. Jetzt wollen wir aber auf jeden Fall nochmal 20 Kukadubas sammeln, damit wir das dann einlösen können. Quasi gegen diese Gewürzmischung, was auch immer das ist. Also da bin ich sehr gespannt, was wir da rauskriegen werden, ob wir damit überhaupt irgendwas machen können. Oh je. Oh je, die sind auch schon wieder da. Ja. Und dann werden wir natürlich uns mit den... mit den Säbelschleims beschäftigen. Wir werden da ein paar Kreuzungen versuchen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so bequem ist auf dem Kopf. Wir haben ein neues Update gerade erhalten. Das Herzmodul MK3. Also das heißt, wir könnten mehr Leben besitzen, wenn wir da ein bisschen Geld locker machen. Für natürlich vorher nicht. So. Also erstmal wieder zurechtfinden, wo wir hier eigentlich sind. Ich glaube, da sind wir gerade rausgekommen. Wir müssen jetzt hier eh... Die fallen immer alle kopfüber von den Bäumen. Das ist ziemlich witzig. Vielleicht schaffe ich das irgendwie nochmal irgendwo abzugreifen. Das wäre ein prima Aufmacher für ein Thumbnail. Ja, genau. Wir schauen uns hier einfach noch ein bisschen um, was wir noch so an Schleimkreuzungen machen können. Wir können ja mal kurz gucken, was haben wir denn schon alles gesehen? Fels, Miez, Phosphor, Honig. Honig, Kristall, Quanten, Derwisch, Rank und Mosaik. Die Kreuzungen haben wir jetzt tatsächlich noch nicht gesehen. Interessant. Wäre es schon, ob wir die hier eigentlich auch finden können oder ob wir eigentlich im Prinzip hier schon alles entdeckt haben. Alles irgendwie mal so ein bisschen abgelaufen, weil es kommt mir alles doch sehr vertraut vor. Allerdings hatten wir beim letzten Mal mehr Kukadubas gefunden. Da haben wir den hübschen Trick herausgefunden mit diesen Schlammbällen, dass man die einfach in diese Container da werfen muss. Nein, das habe ich übrigens nicht nachgelesen. Das ist auf meinen eigenen Mist gewachsen. Ah, da hinten ist der Teleporter wieder. Mal jetzt einfach mal gedacht gehabt, ah, probierst du es mal aus. Was soll schon schief gehen? So. Okay, da sind wir eigentlich hergekommen. Das wird aber ein kurzer Trip, würde ich sagen. Vielleicht... Ah, da hoch vielleicht. Ah, da. Von hier kommen wir ja eigentlich auch, ne? Das ist auch ein Labyrinth. Vor allem das Problem ist halt wirklich, wir haben hier keine GPS-Daten zur Verfügung. Was ist das? Das sieht aus wie so eine versteckte Höhle. Ist es aber nicht, wie es aussieht. Jetzt sind wir nur quasi oben rausgekommen. Dann nehmen wir eine Kukaduba mit. Das haben wir noch. Teleporter. Jetzt fliegen wir mal darüber. So, ist sehr viel Gemüse. Eine verrottete Kukaduba. Die ist nicht mehr gut. Und ein Radplort. Ah, hier haben wir so einen Matschball. Wo ist denn jetzt ein Automat? Warte mal. Da ist noch eine Kukaduba. Da unten habe ich gerade schon einen Automaten gesehen. Aber jetzt schauen wir mal, ob wir hier oben... Hier gibt es auf jeden Fall genügend Kukadubas. Das sind wir jetzt schon bei 10. Gut, müssen wir doch die hier nehmen.
Okay, jetzt nur noch 5 Stück finden. Das sollte ja nicht mehr so schwer sein, oder? Wir haben jetzt in kürzester Zeit 15 Stück zusammengesammelt. Da werden doch die restlichen 5 ein Kinderspiel. Wie gesagt, sofern wir wissen, wo wir hier überhaupt lang müssen. Jetzt drehen wir nämlich gerade schon wieder einen Kreis. Hier waren wir nämlich vorhin schon. Aber es rentiert sich trotzdem, wie es aussieht. Da haben wir jetzt schon mal eine Kukaduba wieder gefunden. So, genau, wir sind darüber geflogen. Und jetzt schauen wir mal hier rauf, was wir hier noch finden. Vielleicht können wir von hier oben. Na, da hinten sieht es auch noch interessant aus. Ah, genau, das habe ich mir fast schon gedacht. Da waren es nur noch 4. Ich bin ja sehr gespannt, wann denn nun endlich das Update kommt von Slime Ranger. Ich warte tatsächlich schon sehr drauf. Sehr neugierig, was die sich haben einfallen lassen. Ich hoffe jetzt nur mal, dass das jetzt wirklich mal demnächst kommt und dass die sich da nicht so viel Zeit lassen. So, da haben wir doch ein bisschen was gefunden. 2 Stück brauchen wir noch. 2 Stück. Das, wow. Okay, vorsichtig. Eine Schatzkapsel. Grün. Ha. Also auch hier gibt es Schatzkapseln. Da kriegt man glühende Felsen und sonst nichts. Na gut. Cool. Damit hätte ich jetzt hier am wenigsten gerechnet, dass es auch hier Schatzkapseln gibt. Huch. Oh, wir haben eine fortgeschrittene Pumpe erhalten als Bauplan. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch eine Pumpe bauen, die länger durchhält. Also im Umkehrschluss uns mehr Ressourcen sammelt. An sich keine schlechte Idee, sollten wir dann vielleicht... Kommt ein bisschen drauf an, was uns das kostet, der Spaß, denn... Ja, wir müssen, das müssen wir eigentlich auch noch machen, schauen wir mal, ob wir dazu kommen werden. Wir müssen wieder einiges an Plots sammeln, gerade die pinken Plots sind uns etwas ausgegangen. Oder wundert mich übrigens, das habe ich hier jetzt noch nicht gesehen. Das ist jetzt hier das erste Gebiet, wo es keine pinken Schleims gibt. Also, ich habe jetzt keine gesehen. Kann mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass es hier welche gab. Egal, wir haben jetzt unsere Kukadubas zusammen. Damit gehen wir jetzt zurück zum Teleporter, der da hinten steht. Und dann können wir uns um unsere Farm kümmern. So, erstmal hier einzahlen, schön brav. Oh, so, jetzt ein würziger Tofu. Hä? Wo ist das mir versprochene... Die Würzmischung? Hey, das finde ich nicht so cool. Da stand doch dran, dass ich da was kriege. Vielen Dank für all diese Kukadubas, das ist ein toller Anfang. Die Wundermischung, die ich für meine eigenen Feldfrüchte entwickelt habe, ist jetzt bei deinen Gartenerweiterungen verfügbar. Ah. Die Wundermischung hält Früchte und Gemüse vom Verrotten ab und mach dir keine Sorgen, ich stelle sie nur mit vollkommen natürlichen Materialien her. Gutes, gesundes Zeug.
Aber ich habe nicht immer so gedacht. Ich habe einmal eine riesige Firma auf der Erde geleitet, die Instant-Nahrung hergestellt hat. Schnelle, billige Mahlzeiten aus nichts als Chemikalien und Konservierungsstoffen. Wir haben Milliarden gemacht, aber wir haben kein echtes Essen gemacht. Stattdessen haben unsere Nahrungsingenieure an Designprodukten gearbeitet. Es war nicht richtig. Also kam ich auf die ferne Weite, um mein eigenes, vollwertiges Essen mit meinen beiden Händen anzubauen. Ich wollte die Erde hinter mir lassen. Aber genug davon. Auf zu mehr Kukadubas. Wenn du mir ein paar mehr besorgst, gebe ich dir Spezifikationen für eine Deluxe-Ausrüstung für deinen Garten. Halt dich ran, Beatrix. Ich habe hier ein neues Rezept, das Unmengen von Kukadubas braucht, um es genau richtig hinzubekommen. Oh wow. Oh, was? 120 Kukadubas müssen wir jetzt sammeln. Ach du meine Güte. Da kannst du schon mal eine haben. Boah, 120. Okay, das wird uns nochmal ein Weilchen beschäftigen, denke ich. Schauen wir mal. Wir gehen jetzt erstmal zurück. Wir haben jetzt unseren würzigen Tofu. Und einen Säbelplot haben wir jetzt auch noch gefunden. Und dann schauen wir nochmal an, was das für eine Erweiterung ist, die wir da bekommen haben. Und zwar... Oh, ich habe hier noch gar nichts gekauft. Ah, dann lassen wir das mal. Wo habe ich denn was eingekauft schon? Wo? Ah, genau, hier wollte ich auch umziehen. Okay, ich habe mir einiges vorgenommen für die Folge. Okay, Wundermix. Diese spezielle Mischung erhöht die Zeit ganz erheblich, die reifes Gemüse und Obst braucht, um zu verrotten, solange es den Boden des Gartens berührt. So. Okay. Ja, kaufen wir es halt einmal, oder? Das, was wir gekauft haben. So richtig den Sinn sehe ich jetzt gerade noch nicht. Aber gut, macht natürlich... Ja gut, wenn man natürlich lange weg ist, dann verrottet das Zeug hier nicht, das hier auf den Boden fällt. Ist schon nicht schlecht, dann hat man gleich eine ganze Menge vorrätig. So, und Gemüse nehme ich auch gleich mit. Ja, da werden wir jetzt wieder... Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Halt. Oh nein, 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 nein. Die Rangschleim sind alle weg. Hey, keine Sorge. Alles gut, alles gut. Ah, diese Rango-Mosaik-Schleims, die machen mich fertig. Echt. Gut, jetzt muss ich mir theoretisch nicht die Mühe machen, die umzuziehen, denn sie sind einfach schon weg. Muss ich komplett neu anlegen. Aber hey, das macht mir wieder... Das macht mir echt verrückt, sowas. Das bisschen hätten die auch ruhig noch abwarten können, bis ich denen was zu essen gebe. Aber nein. Ah, ungeduldiges Pack da. Schaut, die sind ganz brav. Die kommen damit sowas von klar. Auch der Quantenschleim hat damit keinerlei Probleme. Aber fällt mir ein, ich glaube, ich sollte hier hinten vielleicht auch nochmal die eine oder andere Frucht anbauen. Oh, da ist schon einer auf Abwägen. Oh mein Gott, was ist hier passiert? Wer macht das? Ach, das machen die da. Oh Mann, hey. Jetzt wird's spannend. Was ist denn euer Problem? Schau mal, da liegt doch noch Zeug rum. Oh weh, hey, das wird jetzt echt übel. Ja, der ist auch schon sauer. Warte mal. Schießt die jetzt da alle mal mit Wasser irgendwie? Die machen hier voll die Randale, hey. Krass. Oh nein, was ist denn? Eieieiei, jetzt aber, komm. Nein, und ein Teerschleim ist auch da, nein. Okay.
jetzt kriegen wir das erste Mal tatsächlich Probleme. Jetzt kriegen wir echt das erste Mal wirklich richtig Probleme auf unserer Ranch. Waren wir jetzt wohl zu lange weg? Also das fanden die jetzt gar nicht nett. Oh, ich hoffe, den Schaden kann ich noch irgendwie beheben. Jetzt sag ich hier, komm. Hey, das kann doch nicht wahr sein. Oh, weia. Gut, also die Devil-Schleims, die kann man auch nicht einfach mal alleine lassen. Die drehen ja voll hohl. Oh, wow. Das ist jetzt sogar noch vermeintlich gut ausgegangen. Das hätte jetzt echt noch schlimmer ausgehen können, wenn ich da mal anschaue, wie nah sich die hier auch schon kommen. Und rein mit dir. Rein mit dir. Oh nein! Oi, 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 hey! Scheiße. Jetzt habe ich es gesagt. Egal. Ich muss diese Abwehrkanone da tatsächlich bauen, glaube ich. Da gab es ja was als Gadget, dass wir so eine Abwehrkanone bauen können. Oh weh, hey, das Chaos ist ausgebrochen. Oh, da ist der nächste. Eieiei. Puh, das tat wirklich sehr weh jetzt. Dann die Derwisch-Schleims sind wohl auch nicht so easy. Jetzt haben wir es tatsächlich mal am eigenen Leibe erlebt. Ganze Zeit habe ich das immer nur belächelt. So, wird schon nichts passieren. Ja, nichts da, ne? Das war jetzt quasi die größte Katastrophe, die wir je hatten. So, die sind auch total, also die sind total pflegeleicht, die Feuerschleims. Absolut pflegeleicht, kein Problem. Huch. Weißt du gerade gar nicht, wo die herkommen? Aber das sind auch schon, das sind auch schon deutlich weniger geworden. Das waren auch mal mehr. Eieiei. Ja, wir müssen unbedingt jetzt mal endlich mit diesen... Ah, da haben wir noch einen. Halt. Und nochmal. Ah, der will nicht. Los, geh weg. Oh nein. Puh, ich dachte, glaube ich, ich habe den kaputt gemacht, aber alles gut. So, jetzt bleib mal da drin, bitte. Puh, ich bin immer noch ein bisschen schockt. Ja. Das war zu viel Aufregung. Auf diesen kurzen Moment. Also die... Mein gut. Die Radfels, die kann ich Gott sei Dank recht leicht wieder nachziehen. Weil die Feldschleims, da habe ich gleich vor der Haustür ein paar, da laufen wir jetzt auch einfach hin. Dass wir die ein bisschen aufsammeln. Naja, und ein paar, ja komm. Wenn wir eh schon draußen sind, sammeln wir gleich noch die pinken Plots auf, was uns so über den Weg läuft. So, aber an euch bin ich interessiert.
Da kam ich jetzt zu spät für. So. So, 4 Stück. Das muss reichen. Mann, Mann, Mann. Ich bin immer noch etwas geflasht gerade. Das war jetzt echt mehr Action, als ich wollte. Na gut, ja, wir waren jetzt tatsächlich einfach viel zu lange weg. Mit der Nahrung, ja, da müssen wir jetzt auch endlich mal vielleicht gucken, dass wir wirklich mehr Nutzen aus den Futterautomaten ziehen, dass wir die angemessen füllen. Ich meine, bei nicht allen Schleims wird das so notwendig sein, aber bei denen hier definitiv. Also gut, bei den Rad-Fels-Kombinationen nicht, aber hier bei denen da hinten, den Knall- und Kristall-Kombinationen, wo ich da auch am Überlegen bin, ob ich die nicht vielleicht auftrenne, irgendwie woanders hinstelle. Vielleicht. Ja, ja, ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht, wie ich das jetzt genau machen will. Da muss ich mir dann echt mal genau Gedanken machen. Hier kaufen wir jetzt einfach noch rasch die Wundermischung auch ein. Jetzt haben wir rasch noch die pinken Plots ein. Oh, ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ne, gut, wir haben keine Maschinen mehr postiert gehabt. Hätten wir denn überhaupt gekonnt? Schauen wir mal. Ja, okay, eine Pumpe hätten wir gehabt. Aber das bringt uns jetzt auch nichts. So, jetzt also. Ah, Mist. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so Sinn macht, da jetzt groß aufzurüsten, wenn ich das eh umstellen möchte. Jetzt gucken wir mal. Wie mache ich es denn? Ich glaube, die Rad-Fels-Kombination, die ziehe ich nach hier hinten um. Machen wir gleich hohe Wände. Ah, okay, das Sonnenschild hätten wir jetzt nicht gebraucht. Das war jetzt Quatsch, aber andererseits, ich hab's ja, gell? Ich hab ja das Geld. So, da schmeißen wir Karotten rein. Ah, beziehungsweise war blöd. Vielleicht sollte ich mal gucken. Was ist denn ein Feldschleim? Eine Herzrübe und der Radschleim eine Ocker-Ocker. Ja, okay, da war jetzt die Karotte vielleicht nicht die beste Wahl. Aber beim nächsten Mal dann einfach, dass wir das umstellen. So, dann. Huch, was schwebt denn da so in der Luft? Keine Ahnung. Jetzt ist die Überlegung. Das könnte schon auch cool ausschauen, oder? So ein Radschleim und so ein Knall. Gordo. Das Blöde ist eigentlich, ich muss die jetzt alle irgendwie erst einzeln wieder sammeln. Ah, je. Ich habe keine Ahnung. Wirklich, Leute. Bin gerade noch ein wenig überfordert, was ich jetzt genau machen will. Eigentlich müsste ich mir jetzt tatsächlich erstmal jede Schleimart extra holen. Wieder, damit ich diese Kombinationen alle machen kann. Ja, dann fangen wir mal an, glaube ich, mit. Ja, ich glaube, die Rad- und Knallschleims, da können wir ja mal einen. Ja, müssen wir schon ein paar mehr aufsammeln an der Stelle. Ah, je. Na, okay, gut. Wir kommen ja nicht drum rum an der Stelle. Also aufsammeln müssen wir die jetzt so oder so, wenn wir da was umziehen wollen. Und dann will ich mal versuchen, mich vielleicht wirklich mehr auf diese Lieblingsfrüchte der einzelnen Schleims zu stürzen. Aber das bringt uns ja auch mehr Ertrag an der Stelle. So, da haben wir Feldschleim. Die nehmen wir jetzt auch gleich mit, weil die werden wir auch noch brauchen. Nehmen wir da 5 Stück. Versuch jetzt mal, von jeder
Ja, mach mal 7. Mach mal 7. Das ist okay. Versuche jetzt von jeder Spezies so 7 Schleims aufzusammeln und da mache ich pro Gehege so 7 Gordos quasi. Das dauert lang. Ich habe ja habe ich in der letzten Folge schon erwähnt, dieses 5-Tage-Rennen gemacht und da hatte ich eigentlich auch so 5 bis 7 Gordos. Das lief eigentlich ganz gut. So, da hätten wir Nummer 2, 3. Das geht jetzt ganz flott, hoffe ich. Aber ich könnte dann eigentlich, wenn ich eh schon hier hinten bin, hier irgendwo war ja auch der Kristallschleim. Ah, da hinten war der. Mist. Dass wir den auch gleich holen. Muss ich halt meine verzwickte Zwiebel dafür aufgeben, aber mei, was soll's. Warte mal, die schieße ich jetzt hier gleich raus. Weil ich will ja auch den Radschleim auch noch sammeln. Also dann komme ich mit 4 Schleims nach Hause. So 5, 1, so 6 Knall, 7 Knall. So, dann brauchen wir jetzt noch 6 Kristallschleims. Ah, ich sehe schon, das könnte wieder gefährlich spaßig werden. So, 5, noch 2. Das ist jetzt blöd mit dem Teerschleim, der da unten auch noch rumgeistert. 6, eine noch, einen Kristallschleim brauche ich noch. Huch. Komm, ich hätte euch mal ein bisschen, aber nur ein bisschen. Wo ist ein Kristallschleim? Einen brauche ich noch. Gut, eigentlich bräuchte ich es noch nicht einmal, glaube ich. Weil es kommt ja auch immer ein bisschen darauf an, was mit was gekreuzt werden soll. Aber das passt jetzt schon so. Ich denke, die 4 Arten werde ich eh nicht miteinander... Ja, wobei doch Kristall... Ja, Kristall und Radschleim würde ich schon miteinander kreuzen. Dann hätte ich... Zum Glück liegen die noch da. Aber dann sammle ich die doch wieder ein. Aber dann brauche ich keinen Radschleim besorgen. Dann könnte ich jetzt hier einfach so zurück... und den Inhouse-Teleporter verwenden. Also quasi der in der Hülle ist. So, da haben wir ihn auch schon mit direktem Zugang dann hier rein. So, Kristallschleim, die kommen jetzt mal hier rein und dann holen wir uns, dann leihen wir uns da jetzt einfach mal, naja, mach mal, ja gut, wir können die ja danach auch verkaufen. Achso, ich dachte, das wäre jetzt ein Felsschleim gewesen, der wieder nicht wollte. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ich glaube, das schaut gut aus. So. Dann hätten wir hier Gemüse, aber ich glaube, da setzen wir dann anderes Gemüse an. Was wollten die jetzt nochmal? Die Radschleims, glaube ich, Ocker. Genau. Und kristallverzwickte Zwiebel. Die habe ich denen sogar gerade gegeben. Kann das sein? Habt ihr nochmal eine für mich? Jawohl. Oh, Entschuldigung. Dann entfernen wir jetzt hier, machen wir hier nur noch den Wundermix und entfernen den Bewuchs, dass wir quasi neu ansetzen. Dann machen wir hier die verzückte Zwiebel nämlich hin. So,
So, das heißt, Kristall habe ich jetzt gekreuzt. Die Quanten-Derwisch? Na, ja, der Derwisch ist generell, glaube ich, ein unangenehmer Zeitgenosse. Ja, das ist die Frage, was wir da machen mit. Gut, jetzt erstmal schnappe ich mir... Oh ja, das wird jetzt echt witzig, die irgendwie zu entsorgen wieder. So, und weiter geht's. Ja, die müssen wir jetzt nämlich alle wieder entsorgen. Das wird jetzt echt ätzend. Zum Glück haben wir da nur 3 Stück übrig von denen. So, auch der geht weg. Naja, ich brauche noch jetzt... Was ich definitiv, glaube ich, machen werde, ist, ich werde mir den Jägerschleim besorgen und den mit den Säbelplots kombinieren, weil das sah jetzt für mich bis jetzt am geilsten aus. Was anderes fällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht ein, was man da noch kreuzen könnte. So, da habe ich jetzt nur 3 überflüssige Feldschleims. Kann ich da mal wegtun. So, perfekt. Perfekt, dann haben wir da das Gehege fertig. Dann... Die werde ich wahrscheinlich umziehen, dass die da irgendwie dahinter verschwinden oder so. Na? Ne, das will nicht. Okay. So, was können wir noch machen? Ich habe hier jetzt noch einen Knallschleim. Was möchte der Knallschleim gerne essen? Der isst gerne ein Gestrüpphuhn. Den könnten wir vielleicht mit dem Fels kreuzen, oder? Was meint ihr? Ist schwierig, ist schwierig. Oder mit der Katze vielleicht? Na, vielleicht mit der Mieze. Gut. Ich sehe leider, wir sind am Ende der Folge angelangt. Die Folge lief etwas anders als geplant, wirklich. Eigentlich wollten wir so ein bisschen experimentieren. Jetzt haben wir dieses Terror-Chaos quasi auf unserer Ranch gehabt. Mussten wir jetzt leider beseitigen. Sind jetzt trotzdem noch ein bisschen dazugekommen, um zu strukturieren. Also hier haben wir ein neues Gehege und eine neue Schleimkombination angesetzt, die, wie ich finde, eigentlich ganz gelungen aussieht. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so cool wie die Knall-Kristall-Kombination, aber sie ist ungefährlicher an der Stelle. Und ja, in der nächsten Folge werden wir hier noch ein bisschen weiter schön umziehen auf unsere Ranch, die verschiedenen Schleims in neue Gehege und das Ganze. Und dann werden wir hoffentlich auch die Gelegenheit dazu haben, nochmal ein bisschen den Säbelschleim anzusetzen. Bisschen da, bisschen noch herum experimentieren. Wie gesagt, ich neige dazu, das mit dem Jägerschleim zu kombinieren. Und dann haben wir einen neuen Auftrag vom Otgen Ortis bekommen. Er möchte jetzt 120 Kukadubas haben und dafür gibt er uns eine neue Erweiterung für unsere Gärten. Oder Gehege? Ach, ich weiß es schon gar nicht mehr. Verdammt. Egal, wir werden das Ganze herausfinden und ja, ich sage vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.